7.35 Uhr, hier ist Radio Cascara, die Stimme der Stars. Offensichtlich besteht die Gefahr einer kubanischen Invasion auf Cascara. Damit hätten wir eine neue Falklands-Situation. Wundervoll. Yeah! Kämpfen in Front frei ist Cascara, klären wir diese Radiostation für besetzt. Governor! Mir ist eher so, als trage ich ein lebendiges Huhn spazieren. Willkommen auf Cascara, Sir Markovic. Hi, mein Name ist Pamela Weintraub und ich suche den Governor. Warum möchten Sie denn gern zu ihm, Miss? Oh, hören Sie mal, ich bin Umweltaktivistin. Ich bin hier, um die Fledermaus zu retten. Oh, Eldik, hast du schon Mrs. Thwaites kennengelernt? Kuba sagt, Cascara, Sie! Plastikbomben! Wir sind in meinem Wohnwagen. Das ist die Frau des Gouverneurs! Du meinst, das ist nicht die Nutte? Weil wir auf allerfeinstes Perrier-Wasser gestoßen sind! Herrschaften, wir sind im Wassergeschäft! Unabhängigkeit verlangen ist ein 50-prozentiger Anteil an dem Wasser. Einverstanden? Wie viel? 1 Cent für jeweils 100 Barrel. Mein Volk, es kommt gerannt. Es will die Freiheit des Vaterlands. Werft die Waffen weg und nehmt eure Hände über den Kopf. Mit den Kubanern hatten wir wenigstens einen Plan. Oh, was denn für einen? Das wissen wir nicht, die haben uns nie eingeweiht. Mein Körper ist noch fest, sehen Sie! Nehmen Sie sich aber bitte zusammen, Mrs. Ich habe nur gemeint, dass sich meine Laufbahn vielleicht anders entwickelt hätte, wenn du nicht ausgerechnet beim Empfang des Duke von Edinburgh den Cucaracha oben ohne getanzt. Der Duke war begeistert. Was suchen Sie hier? Wir wollen Blut vergießen und reich werden. Ja, und unter britischer Regierung war diese Insel schon immer und wird es auch immer bleiben ein Modellfall für Stabilität, gesunden Menschenverstand und Besonnenheit. Das war Ken Warden mit einem Bericht aus Cascara. Der Insel des Aufruhrs. Es ist heiß! Und es pfeift nördlicher Wind hier auf Cascara, wie wir es gewöhnt sind! Warner, Warner, look what you